Ich habe mir bereits Mystery Boxen auf eBay für 50 Euro, 100 Euro, 500 Euro und 600 Euro bestellt. Aber heute toppen wir alles. Denn meine 1000 Euro eBay Mystery Box kam an. Und ich meine, gebt euch mal, wie riesig dieses Paket ist. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal direkt Katharina. Wegen Katha. Katharina. Alter, ich Schnauze. Und machen jetzt erstmal die Box auf. Was ist Venco? Venco produziert Badezimmerzubehör. Ihr seht gleich, was in diesem Paket drin ist. Einfach ein Traktorkalender für 2024. Hier sind einfach Adiletten als Fische drin. Allerdings war das allererste, was oben in dem Paket drin lag, ja diese Venco-Verpackung. Und während ich das Ganze hier gerade mal aufmache, kann ich ja allen unter euch, die eventuell gar keine Ahnung haben, was eBay Mystery Boxen überhaupt sind, ja mal eben kurz erklären, was ich mir hier überhaupt bestellt habe. Denn man kann bei eBay nicht nur normale Produkte bestellen, sondern auch einfach sagen, ey, ich... Sag jetzt nicht, das ist ein Klodeckel. Ich habe einen Klodeckel. Ich habe einen Klodeckel gekauft. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Mystery Boxen sind im Grunde genommen einfach irgendwelche Überraschungsboxen, wo du keine Ahnung hast, was sich darin befinden wird. Meistens ist es allerdings so, dass wenn du halt eine Box für 100 Euro kaufst oder 200 Euro oder 500 Euro oder wie in diesem Falle für 1000 Euro, dass der Inhalt der Box in etwa diesem monetären Gegenwert entspricht. Und dann hat man da halt random Sachen drin, wie beispielsweise Fischadiletten oder ein Toilettendeckel mit Blumenoptik. Ich würde allerdings sagen, wir schauen mal weiter, was sich hier noch so drin befindet. Denn das, was ich auch direkt sehe, ist Pure Drink Smart Pet Drinking Fountain. Also ein Trinkwasserbrunnen für Haustiere. Ich habe keine Haustiere. Das nächste Produkt, das sich in unserer Box hier befindet, ist ein... Ich krieg keine Luft. Ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Da war auf jeden Fall auch noch so eine komische Pumpe mit dabei, da ich allerdings gerade da drin schon keinen Sauerstoff bekommen habe. Wäre mir, glaube ich, nur noch schlechter geworden, wenn ich dann auch noch so ekelhafte Plastikluft ins Gesicht gepackt bekommen hätte. Aber gut, wir machen weiter mit der Box und dem nächsten Paket, was sich hier drin befindet, denn es ist das hier. Nein. Nein. No way! Das ist nicht wahr. Es ist ein bisschen leicht, deswegen kann es sein, dass es eine harte Verarsche ist. Was für komische Pokémon, Alter. For real, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Bisher hatten die ganzen Sachen safe einen Gesamtwert von 200 Euro. Allein diese komische Pumpe hier für irgendwelche Tiere, die sieht richtig teuer aus. Die ist auch richtig schwer und hochwertig, aber... Ich habe mir wieder gedacht, ich werde hier nur gescammt, weil das ist das sechste eBay Mystery Box Video, was ich gemacht habe jetzt. Und ich habe noch nie irgendwas Krasses drin gehabt. Jetzt habe ich eine Switch. Ich mache die erstmal kurz auf. Die geht an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben zwei funktionierende Controller.
Wir haben ein funktionierendes. Wir haben eine Pokémon-designte Dockstation. Die hat sogar einen LAN-Anschluss. Die ist besser als meine. Da ich allerdings schon eine Switch habe, kann ich logischerweise hiermit nichts anfangen. Deswegen habe ich mir gerade mal so gedacht, könnte ich das Ding ja an euch verlosen. Ich will daraus jetzt allerdings kein typisches Influencer-Gewinnspiel machen, von wegen folgt diesen 1000 Personen, die niemand kennt, und dann habt ihr eine Chance, es zu gewinnen. Sondern, ich würde sagen, wir machen das ganz easy. Liked einfach mein neues Instagram-Bild und kommentiert Nintendo Switch. Dann nehmt ihr daran teil. Das ist für mich dann am einfachsten, das rauszufinden, weil es gibt Webseiten, wo man dann einfach die Kommentare durchfiltern kann und zufällig auswählen, wer gewonnen hat. Deswegen machen wir es einfach so. Habe ich jetzt zwar nichts von, aber... Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Ich würde allerdings sagen, dass wir weitermachen mit dem nächsten Produkt, das sich in unserer 1000 Euro Giveaway Mystery Box befindet. Denn das ist, meine Damen und Herren, ein... Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist irgendwas für einen Grill. Da ich exakt einmal im Jahr grille... Wenn ihr das gewinnen wollt, dann als nächstes haben wir hier drin einen... Ist das eine Glühbirne? Oh mein Gott, nein! Nein! Das ist keine Glühbirne. Das sind zwei Glühbirnen. Das kann ich nicht zeigen. Das ist, alle, die die Marke kennen, wissen, glaube ich, Bescheid. Ein paar Sekunden später. Oh nein. Da ist gar nicht XX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